So, und da sind wir wieder bei Plants vs. Zombies. Und ich merke gerade, ich habe nur den Ton. Ein ganz kleiner Wind. Aha! Fail! Aha! So, jetzt habe ich mich nämlich auch gewundert, warum ich keinen Ton hatte. Egal. Why did it get so dark of all of a sudden? This can't be good. Oh well, I hope you survive the night. Es war doch die ganze Zeit Nacht. Und wieso... Ach so, jetzt kommt ein Gewitter. Oder wie wieder. Ach du Scheiße. Okay. Ich sehe nichts. Reicht das? Nee. Shitte. Alter, man sieht hier einfach mal gar nichts. Ich sehe null. Aber wirklich null. Ach du Scheiße, okay. Das wird ja interessant. Das brauchen wir eigentlich gar nicht, okay. Leute, wir haben ein Problem. Alter, das brauchen wir alles nicht. Mit hier. Ich brauch das nicht. Ah! Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Puh, die ganze Scheiße nicht, Alter. Ganz ehrlich. Die ganze Scheiße. Ja, vielleicht bringt das noch was. Ich bräuchte mal mehr von diesen Kakteen. Also sie ist einfach null. Es ist so krass. So, das könnte vielleicht noch was bringen. Okay. Oh Gott, da unten kommt ein Eimer. Da kommt ein Eimer. Den noch. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir vielleicht... Alter, man sieht echt null. Also ich, es ist nicht jetzt so dunkel auf YouTube, man sieht einfach wirklich gar nichts. ETF. Oh. Ich hätte gern Licht. Danke. Da ist irgendwas kaputt gegangen. War das jetzt richtig? Also, theoretisch. Tja, wie dunkel das ist. Holy shit. Das ist auch unspielbar, WTF. Das kann man da nicht drauf sitzen. Da kommen welche in der Mitte. Aber noch ist keiner durchgekommen. Hey, der Eimer hat ihn angezogen. Moment mal. Hier. 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 Hey, das ist das Scheiße, das Level. Ohne Mist. Es gibt ja auch keine Lampen oder so, ne? Die gibt es natürlich nicht. Alter. Ach, du Kacke. Okay, der ist aber down. Das ist auch gut. Alter. So, ich sehe nichts. Ich. Hier und hier, ja. Das war schon mal nicht ganz so schlecht. Ich muss mich gerade echt konzentrieren, weil man sieht einfach so auf kurze Zeit eigentlich nur was. Ich glaube, das ist auch das letzte Level jetzt. Das heißt, danach haben wir es wirklich hinter uns. Also zumindest im Hintergarten, dann kommt endlich mal was Neues. Wenn er sich in die Luft springt, nimmt er, glaube ich, noch ein paar mit. Kann das? Oder er stirbt vorher, das kann natürlich auch passieren. Noch ist aber keiner ins Haus eingedrungen, also ich bin angenehm überrascht. So, haben wir überall diese Kakteen jetzt? Ich weiß das gar nicht. Ich kann das nicht mehr wirklich überblicken.
Hier nochmal Licht. Ja, so. Okay. Also ich muss mich so konzentrieren dabei, weil man wirklich so wenig sieht. Hier noch einer. Ups. So, der da noch. Das braucht man eigentlich alles gar nicht hier. Das kann man noch da vorne hinstellen. Meinetwegen. Alter. Es ist einfach so dunkel. Okay, hier noch einer, hier noch einer. Wo können wir denn den stellen? Ist hier noch irgendwo Platz? Nö. Doch da. Ich hätte gern. Ach du Scheiße. Okay, ich krieg da jetzt einfach so lange drauf, bis der kaputt geht und ich dann neuen pflanzen kann. Ups, da ist was kaputt gegangen. Alter, der sprengt das ja alles hier, WTF. Oh, wir haben's. Alter, das war... Das war heftig. Das war echt heftig. Boah. You got a new plant. Hurls garbage at the enemy. Garbage halt. Oh, das ist cool. Oh, und jetzt sind wir endlich auf dem Dach. Oh, wir sind auf dem Dach. Wo das eigentlich auch das Schwierigste ist. Wow. They even found a way onto your roof. So, so some president zombies, dude. You'll need to use garbage pulls here due to your roof's angle. Remember that and you're good to go. Die da sind besonders schön. Aber, oder auch nicht. Die Flowerpots bekommen wir jetzt noch nicht. Okay. Also Flowerpots, da können wir dann, hier oben haben wir ja keine Erde zum Pflanzen. Da müssen wir mit Blumentöpfen arbeiten. Aber hier, die können wir dann später auch noch nachpflanzen. Können wir aber jetzt gerade noch nicht. Deswegen müssen wir uns mit den Gegebenheiten hier anpassen. Dann nehmen wir den noch. Zur Not den noch. Und den da vielleicht. Den habe ich lange nicht mehr benutzt. War jetzt die ganze Zeit Nacht. Jetzt können wir wieder die Tagespflanzen benutzen. Ist eigentlich ganz schön. Was können wir denn noch machen? Den hier. Aber den Chomper schon, den haben wir schon. Dann nehmen wir den da oder den da. Wir nehmen einfach den hier mal noch. Ich weiß ja nicht, wie viele Lanes das sind. Das kann ich gleich sehen. Level 5.1. Und da gibt es jetzt nochmal 10 Level auf dem Dach. Und danach kann man sich überraschen lassen, was dann noch kommt. Oder auf jeden Fall cool. Ich weiß das ja noch. So. Jetzt muss ich ihm erstmal ein bisschen Sonnenlicht sammeln. Damit ich die Shooter hinbasteln kann. Na komm schon, gib mir Sonnenlicht, Alter. ETF. So. Der schmeißt jetzt ein bisschen Kohl. Das macht er. Und die können auch die Blumentöpfe anfressen, deswegen. Und wenn jetzt ein Blumentopf weg ist, ist das doof. Deswegen stellen wir jetzt direkt mal diese Werfer auf. Und hier vorne dann vielleicht. Ich habe schon ein paar Pläne, wie ich das mache. Den Aufbau. Dim, dim, dim. Oh, und ich finde die Musik hier oben so schön. Ich finde die Musik hier oben so toll. Ist echt wahr. Die Dachmusik ist also eine mit der schönsten. Aber allgemein ist Plants vs. Zombies die Musik sehr, sehr schön. So, oder jetzt haben wir ein Problem. Der ist dringender. Wo man eigentlich gar nicht so richtig unterscheiden kann. Komm, den kriegst du noch down, oder? Kriegst du das? Kriegst du das? So, du musst erstmal die Sonnenblume herhalten. Nein! Ah, Gott! Er wird doch nicht... Oh, oh, shit.
Der klaut sich jetzt den ganzen Blumentopf da hinten, ne? Nee, nur die Sonnenblume. Naja, das ist ja nur halb so schlimm. Jetzt haben wir aber schon mal in allen Lanes... ja, ein bisschen... Protection. Wir müssen allerdings... Hier müssen wir das so machen. Hier müssen wir eine Sonnenblume auch noch wegnehmen. Da müssen wir die Tornats hinstellen, weil hier fehlt jetzt halt ein Blumentopf. Das merkt man auch. Wenn da einer fehlt, hat man sofort weniger Protection. Hier muss einer hin. Ich hoffe mal... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, hat er noch hinbekommen. Brauchen echt mehr Sonnenlicht. Also das mit dem Sonnenlicht ist immer so eine kritische Sache. Hier muss... Es kann reichen, es kann aber auch nicht reichen. Ja gut, frisst die halt auf. Dann kommt da halt noch eine Nuss hin. Mit der Nuss wird es schon funktionieren. So, hier muss auch noch eine Sonnenblume hin. A huge wave of zombies is approaching. Ich denke mal, wir kriegen das hin. Ich bin halt gerade ziemlich zuversichtlich. Alter, jetzt klau mir halt nicht meine Sonnenblumen, du Bitch. Ach Mann. Fuck. So. Da muss jetzt auch noch ein Chomper hin. Da muss ganz dringend ein Chomper hin. That's pretty bad. Gut, dann machen wir hier jetzt den da weg. Und warten. Und dann machen wir den hier hin. Weil so kriegen wir den nicht down. Man sieht halt, wenn die Blumentöpfe einmal weg sind, da fehlt wirklich was. Aber jetzt können wir sie gleich anpflanzen. Also hinstellen quasi. Let you plant on the roof. Flower pot. Okay. Hey neighbor, I got some new items for sale. Okay, das hört sich gut an. Du hast ja immer ganz geile Sachen. Dave. Dave, crazy Dave. Plant these on your magnet shrooms to turn them into gold magnets. Gold magnets collect coins and diamonds for you. Spike rocks. Spike rocks do twice the damage. Drill. Das ist natürlich... Ja, komm, das machen wir jetzt mal. Haben wir noch was? Hier ist wieder dasselbe. Okay. Ja, dann nehmen wir mal die Gold... Warte mal. Wo war denn jetzt... Das Ding... Sehe ich es nicht. Das müssen wir... Ah, hier unten. Gold Magnet. Würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Die bräuchten wir. Die bräuchten wir wegen den Stabhochsprung-Zombies. Die brauchen wir. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir. Was bräuchte man noch? Frage mich gerade. Die vielleicht. Die machen wir weg. Und dafür nehmen wir ja die rein. Und Magnet Shroom. Achso, da brauchen wir ja den. Da brauchen wir ja den Magnetpilz. Nee, dann lassen wir die weg. Und machen dafür. Schwierig. Machen wir den hier rein? Oder den da? Oder das? Das wäre natürlich auch gut. Wir nehmen den Chomper mit. Wir nehmen den Chomper mit. So. Sonnenblumen sind immer wichtig. Merkt euch das, Kinder. So. Wir haben schon 14 Minuten wieder. Ach, ich hätte die... Vielleicht mache ich es ja jetzt kurz... Wir gucken kurz, wie viele Zombies jetzt kommen. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher. Es kommen zwei Waves. Wir machen die Folge hier kurz beenden. Und so, verstehst du? Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habe ich jetzt ein bisschen doof gelöst, aber na gut. Ihr wisst, was euch erwartet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.